Danke. Bei Wer weiß denn sowas? Frank Schödel im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Bernhard Brink und Elton. Das Schlagerduell. Es geht los. Dass Sie mit dabei sind zum Schlagerspezial von Wer weiß denn sowas. Zwei absolute Schlagerlegenden sind zu Gast. Der erfolgreichste Schlagersänger der ehemaligen DDR und bis heute wahnsinnig erfolgreich, Frank Schödel ist bei uns. Und der einmalige Bernhard Brink. Sie alle sind sicher schon in freudiger Erwartung auf das lange Osterwochenende und können sich dazu noch über eine lange Wer-weiß-denn-sowas-Woche freuen. Denn am Samstag gibt es ja noch unser Wer-weiß-denn-sowas-XXL. Aber heute erstmal zu diesem Duell. Und ich habe gleich was Spannendes für euch zum Anfang. Wussten Sie eigentlich das, dass es in Deutschland laut Duden nur Wörter mit maximal 5 aufeinanderfolgenden Vokalen gibt? Wie zum Beispiel Bio-Eier oder Niveauausgleich. Sehr interessant, ja. Maximal 5 Vokale. Es gibt kein Wort mit 6 aufeinanderfolgenden Vokalen. Das ist ja cool. Verrückt, oder? Verrückt. Gut an, ne? So, das ist doch super. Frank, du kennst die Sendung gut? Ja, das ist meine Lieblingssendung, muss ich sagen. Ist so. Jetzt kommt die schlechte Nachricht nach dem Sport. Ne? Damit können wir leben. Ja. Ja? Aber genau. Mal schauen, wie es am Ende der heutigen Sendung aussieht. Ja. Ja? Hoffen wir mal, dass sich das nicht ändert. Ja. Ja? Ich glaube, mit Bernhard hast du schon viele gemeinsame Erlebnisse. Er war gehabt, einer, ich war in seiner Sendung. Wir kennen uns. Ja. Ich kam nach Berlin damals 1972 und da war er ein Hero mit seinem Titel Wie ein Stern damals. Ja. Ich erinnere mich hier, 1974 bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, hat er gesungen. Ja. Da hat er schon gesungen, Frankfurter Waldstadion. Ja. Ne? Ja. Legendär. Ich erzähle von dem einen. Also, die beiden können Geschichten übereinander erzählen, kann ich euch sagen. Leider können wir die alle nicht um diese Uhrzeit erzählen. So, wir gucken mal auf die Zuschauerverteilung. Hinter Frank Schöbel und Bernhard Hoecker sitzen heute 74 Zuschauer. Hinter Elton und Bernhard Brink sitzen 49. Man weiß nie, was passiert. Es wird auch heute wieder spannend. Wir haben 12 Kategorien und die sind auf unserer Wand. Die 12 Kategorien heute sind Schlagzeilen. Trick 17, Frankreich. Damals nur die Liebe zählt. Tierisch, tierisch. Straßenverkehr, Musik. Prost, das Fragezeichen, clever und deutsche Sprache. Ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Und ein Publikumsjoker für jedes Team. Was? Prost, gefällt mir gut. Prost, gefällt mir gut. Fängt doch gut an. Ja, dann lass uns mal direkt mit Prost anfangen. Hätte ich nie genommen. Die erste Frage. Was ist der Hauptunterschied zwischen den mexikanischen Spirituosen Tequila und Mezcal? Kenn ich gar nicht. A. Im Mezcal darf psychoaktives Mescalin enthalten sein. B. Tequila darf nur aus der blauen Agave gewonnen werden. Oder C. Der berühmte Wurm in der Flasche ist nur im Tequila erlaubt. Ganz ehrlich, du hast uns das. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, die Suppe. Du hast uns das Glas gefüllt, jetzt kannst du es auch leer trinken. Ach, schön dann. Also, mir gefiel ja nur Prost gut. Ja. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin und sonst weiß das hinter uns das Publikum. Ja. Psychoaktives Mescalin. Psycho. Psycho. Ja, noch nie gehört. Tequila darf nur aus der blauen Agave gewonnen werden. Und Mezcal auch aus der roten, pinken. Der berühmte Wurm in der Flasche ist. Ja, ne. C. Der berühmte Wurm in der Flasche ist nur im Tequila erlaubt. Tja, da kann auch sein. Okay, ich hole schon mal das Mikrofon. Ja, geh schon mal zum Mikrofon. Weil ich glaube. Ich habe definitiv überhaupt keine Ahnung. Wenn Publikum? Ja. Ja? Ich hab. Meinst du? Ja. Okay. Du weißt es, ja? Naja, Frank, wenn ihr beide keine Ahnung habt,
dann ist es sehr albern. Ist das egal, wann das in der Sendung ist, dann ist es immer ein guter Moment für einen Publikumsjoker. Okay. Wir haben halt Pech, dass wir die einzige Frage, die wir nicht beantworten können, am Anfang kriegen. Aber ihr müsst sie ja nicht zwingend selber beantworten. Richtig. Wenn ihr denn jetzt hier jemand habt, der sich da gut auskennt. Das ist schon mal beruhigend, dass jetzt nicht die Hälfte aufspringt. Ja. Weil dann ist es echt peinlich. Ist schon mal passiert, dass gar keiner aufsteht? Ja, ist auch schon passiert, dass keiner aufgestanden ist, dann musste man selber raten. Ah, dann wissen wir, ja? Dann sind wir dran. Ah, guck mal. So. Ah, ja. Ja. Wir nehmen den Hand auf. Ja. Das hat eine gewisse Entschlossenheit, mit der du aufgestanden bist. Ja, grüß genau. dich. Hallo. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Björn. Okay, Björn, mit wem bist du hier? Ich bin mit meiner Frau hier, mit okay. Nadine. Okay, die war ein bisschen überrascht eben, dass du aufgestanden bist. Ich auch. Ja, auch du, okay. Hat Tequila bei eurem Kennenlernen eine Rolle gespielt? Weiß er nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, genau. Okay, aber du hast irgendeine Vermutung? Ja, ich habe die Sendung ja schon öfter gesehen und habe halt auch gesehen, dass viele Leute aufstehen, die es nicht wissen, einfach nur um ins Fernsehen zu kommen. Mhm. Ja. Nein, aber ich habe mir überlegt, Mezcal und Mescalin. Mescalin gibt es. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber diesen Stoff gibt es. Mhm. Und von daher, Mezcal, Mescalin wäre so meine Vermutung. Okay. Ah. Gut, Björn, dann loggen wir A ein. Ja, guck mal, das hätte der Elton zum Beispiel nie genommen. Ja. Das wäre ihm viel zu einfach. Zu einfach, genau. In einem Mezcal ist trotz der sprachlichen Nähe kein psychoaktives Mescalin enthalten. Auch ein Wurm hat traditionell weder im Mezcal noch im Tequila etwas zu suchen. Dieser über 60 Jahre alte Marketing-Gag wird nur noch von wenigen Marken angewandt. Tequila und Mezcal sind sich im Grunde sehr ähnlich. Sie werden beide aus der Agave gewonnen. Hauptunterschied ist, dass Mezcal aus allen Sorten von Agaven gebrannt werden darf und Tequila ausschließlich aus der blauen Weber-Agave. Salut! Ah, da haben wir wieder was dazugelernt. Ja? Guck mal, das ist immer der Punkt. In so einem Moment gibt es nur Applaus für den anderen. Ja? Möchtest du schnell jemanden grüßen? Ja, wenn ich darf, ich würde gerne noch schnell meine drei Kinder grüßen. Hallo Leni, hallo Toni, hallo Mats. Mats, guck vielleicht zu. Ja? Wir sind bald wieder zu Hause. Ja. Ach du jetzt. Alles klar, danke Björn. Ach, wer weiß denn sowas? So, es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ihr könnt direkt in Führung gehen. Ja. Wir versuchen es auch. Straßenverkehr. Straßenverkehr. Wenn ein Halter sein Auto auf einem Parkplatz abstellt, bei dem nachträglich ein temporäres Halteverbotsschild aufgestellt wird, A, muss er schriftlich oder telefonisch informiert werden, B, kann er nach 3 Tagen Ankündigungsfrist abgeschleppt werden oder C, darf das Auto trotzdem stehen bleiben? Ja. Elton, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Bernhard Brink hat ja mal anteilig Jura studiert. Das stimmt. Ach. Das stimmt wirklich, ja. Mhm. Nee, das wusste ich nicht. Ja, nach 16 Semestern von Amts wegen exmatrikuliert worden. Zwangsexmatrikuliert? Ja. Du hast keine einzige Prüfung in der ganzen Zeit. Ich habe die 3 großen AG-Scheine gemacht. Mhm. Ansonsten natürlich nichts. Da war ich wieder die Thomas Section unterwegs, auf gut Deutsch. Und da war schon entschieden für mich, dass das nichts wird für mich. Mhm. Aber da habe ich selber erlebt schon ein so ein bisschen. Also ich glaube, der Halter wusste das nicht. Der steht jetzt nachträglich, wird das aufgestellt. Ja. Er muss informiert werden, nein, glaube ich, dass das Auto trotzdem stehen bleiben. Auch Unsinn, kann er nach 3 Tagen Ankündigungsfrist abgeschleppt werden? Die Ankündigung, wann kommt denn die Ankündigung? Das heißt, wenn das schon, ne, wie heißt das denn? Wenn 3 Tage warten die ab, der muss sein Auto in der Zeit abholen, muss dann prüfen, ob das Auto noch da ist. Und dann kann er abgeschleppt werden, wenn er nicht das Auto wegnimmt. Ist das so gemeint? Das ist das, was ich befürchtet habe. Du redest so schnell, ich komme nicht hinterher. Ach so. Also, ich wiederhole. Die Ankündigung, dass das Auto abgeschleppt wird, kommt, weil er steht falsch. 3 Tage müssen die warten mit der Abschlepperei. Ja. Dann müsste er reagieren, auf gut Deutsch. Genau. Das macht er dann nicht, dann heißt das in anderen Worten, dann kann man es abgeschleppen. Aber wie wird die Ankündigung gemacht? Es wird ein Zettel an die Windschutzscheibe, Achtung, Sie stehen im Halteverbot. Nach 3 Tagen Ankündigung, die müssen Halter ermitteln, denke ich mal, und müssen dann anschreiben.
polizeilich muss das eigentlich gemacht werden. Ist ja auch Ordnungsamt, ist ja Polizei, ist ein Verein. Ja, aber das ist ja A auch richtig. Ja, muss schriftlich oder telefonisch informiert werden, könnte auch sein natürlich, klar. Aha. Ja, das ist auch möglich, klar. Er muss informiert werden, dann ist auch Halter ermitteln und dann wird er telefonisch informiert, nehmen Sie mal Wergen mal weg und alles. Aber bekloppt, wie das heute ist, ja, schleppen Sie einfach ab, ohne was zu sagen. Also A oder B sehe ich im Moment. Ich habe ja immer sonst im Notfall C, aber in dem Fall auf keinen Fall. Du hast die Sendung verstanden. Muss er? Also ich glaube nicht, dass das Auto stehen bleiben darf. Also C würde ich auch ausschließen. Ich glaube, es war jedenfalls eine gute Entscheidung, dass du dich früh zum Schlager zugewandt hast. Ja, wieso? Das war doch ganz nett erzählt, oder? Nee, das war sehr gut erzählt. Ja, also A oder B würde ich sagen. Das ist jetzt eine Sache, muss er schriftlich, das machen die gar nicht mehr. Muss er? Ich sage einfach, der soll sich gefälligst bemühen, selber nach 3 Tagen abgeschleppt. Kann er nach 3 Tagen Ankündigungsfrist. Und temporäres Halteverbot heißt doch, da zieht meinetwegen einer um, der hat das jetzt gemietet, weil er da sein LKW hängt. Ja, und er zieht um am 18. April. Ja. Aber braucht ja nur einen Tag. Dann ist vom 18. bis 19. April da Halteverbot. Ist das, was da steht? Im Prinzip schon. Das trifft zu auf jeden Fall. Ja, aber dann sind das doch nur 2 Tage, die da im Halteverbot steht. Dann kann er doch nicht nach 3 Tagen. Verstehst du, was ich meine? Schon klar. Dann ist ja ganz klar, A, muss er schriftlich oder telefonisch informiert werden. Dass er im Halteverbot steht. Aber ich glaube, komisch war es B. Komisch, ich weiß zwar nicht, warum. Ankündigungsfrist. Ja gut, die Ankündigungsfrist, das ist ja zu lang. Trotzdem stehen bleiben. Entscheide. Ich befürchte C. Könnt ihr mich manchmal auch ein bisschen verstehen? Ja? Ja? Wer informiert denn? Nur das der größte Fehler war, dass hier in diesem Studio kein Stuhl für mich vorgesehen war. Es würde vieles einfacher machen. Wir nehmen A. Ja. Ja. Na dann, nehmen wir A. Wer sein geparktes Auto länger nicht nutzt, sollte alle paar Tage mal nach dem Rechten schauen. Wenn in der Zwischenzeit ein temporäres Halteverbotsschild aufgestellt wurde, etwa weil der Parkplatz für einen Umzug gebraucht wird, muss der Halter des Wagens damit rechnen, auf eigene Kosten abgeschleppt zu werden. Das ist laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nach ausgewiesenen Vorankündigungen von 3 vollen Tagen am 4. Tag möglich. Was? Alles richtig erklärt. Ich war so fixiert auf B und hab's dann wieder. Nee, der B war ja richtig. Ja. So, es bleibt erstmal bei 0 Euro. So, es steht weiter unentschieden. Das ist das Schöne. Ne? Weiter geht's. Trick 17. Ja, die Gründe sind mir doch völlig wurscht für das Parkverbot. Warum sollte die Nassrasur morgens auf nüchternen Magen erfolgen? Hä? Was? Ah. Hautporen verschließen sich bei Nahrungsaufnahme. B. Vor dem Frühstück ist die Haut noch dicker. Oder C. Die Verdauung steigert Herzfrequenz und Durchblutung der Haut. Hast du da jemals drüber nachgedacht? Ich weiß nur, dass der Bart bis um 11 wächst. Man sollte eigentlich erst um 11. Ja. Und was macht er danach? Urlaub? Oder? Da ist er. Da sitzt er, verstehst du, ganz entspannt. Dann sagt er so, Jungs, 11 Uhr, hör auf zu wachsen. Ja, ja, genau. Nochmal. So, Hautporen verschließen sich bei Nahrungsaufnahme. Das kommt darauf an, wie man isst. Ja, oder ob man gar nichts isst. Ja, also wenn du so isst, dass der Quark den gesamten Hautbereich bedeckt. Ja. Dann? Nee, glaube ich nicht. Vor dem Frühstück ist die Haut noch dicker. Die du Verdauung. Hast gesagt, wir sollen Trick 17. Ja, aber ich habe Wir haben heute unseren Glückssaft wahrscheinlich. Wir haben total Glück. So, die Verdauung steigert Herzfrequenz und Durchblutung der Haut. Also, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Okay, ich bin bei dir. Wir sind hier bei einem ahnungslosen verlieren C. Verlieren zusammen, ist doch schön. Nein, wir verlieren nicht, so. Wir gewinnen an Erfahrung. Okay. Wir nehmen C. C. Also den Zusammenhang zwischen Verdauung und Durchblutung habe ich auch hier und da schon festgestellt. Ich habe schon viele Leute mit sehr rotem Kopf nach der Verdauung gesehen. Hautärzte empfehlen, dass Männer die Nassrasur morgens erledigen sollen. Denn je später der Tag, desto empfindlicher und weniger elastisch ist die Haut. Ein weiterer Tipp: Sie sollte auf nüchternen Magen erfolgen. Denn nach dem Frühstück ist die Herzfrequenz dank der Verdauungstätigkeit höher als vorher.
Damit steigt die Durchblutung der Haut und mit ihr auch das Verletzungs- und Blutungsrisiko. Die ersten 500 Euro. Danke. Wenn man sich schneidet, ist ja egal. Ja, das ist, wenn man sich schneidet, blutet es auch nach dem Frühstück. Oder vorher. Völlig wurscht. Nächste Kategorie. Was nimmst du? Nur die Liebe zählt. Wow. Ich bin sehr gespannt. Das erste Mal, dass die Kategorie dabei ist. Wer hat's moderiert? Kai Pflaume. Achso, ja, genau. Was gilt für Partnervermittlungen im Gegensatz zu Singlebörsen? A. Sie können jederzeit gekündigt werden. B. Sie haben meist einen hohen Männeranteil. Oder C. Sie sind in der Regel preiswerter. Es geht für Partnervermittlung im Gegensatz zu Singlebörsen. Ja. Jederzeit ist denn aber eine klassische Singlebörse. Also ich glaube, Partnervermittlung ist auf jeden Fall teurer, weil du selber sagst, ich glaube, die suchen wirklich für dich. Ja. Hier Haarfarbe, passt. Da sitzt du auch gerade vor jemandem, hat man gesehen, und musst richtig beschreiben, was du suchst und wen und wie und was. Das ist teurer. Das ist noch ein richtiger Service, in Anführungszeichen. Das ist also nicht. Deswegen würde ich. Nicht, die sind eher teurer als preiswerter. Ja. Richtig. Also C, weg. So, wir haben schon mal abgestrichen. So. Können jederzeit gekündigt werden, die Partnervermittlung? Das ist juristisch eigentlich, bei beiden müsste das eigentlich gelten. Wenn da, machst du einen richtigen Vertrag bei einer Singlebörse? Weiß ich gar nicht. Ja, eben, ist ein weiß, Vertrag ich, weiß so? Ich auch nicht. Partnervermittlung ist, glaube ich, richtig mit Vertrag, mit allem drum und dran. Singlebörse bin ich jetzt leider zu doof, keine Ahnung. Partnervermittlung ist eher seriös. Eigentlich denke ich auch, dass eigentlich bei einer Partnervermittlung mehr Frauen sind. Nee, Partnervermittlung mit Verträgen, ich glaube, da gehen Männer hin, die einfach ein bisschen fauler sind und gucken sich da Bilder an von Frauen. Da würde ich ganz klar sagen, ist der Männeranteil deutlich höher als Frauen. Bei hier Singlebörse, das machen Männer. Übertreiben und ich habe 18 Millionen Schulden und sowas, das machen Männer. Ja, du redest doch gerade dann... Für B. Du hast doch gerade gesagt, Singlebörsen hat mehr Männer. Männer? Ach so. Ach Gott, Leute. Ach, sie haben meist einen Männeranteil. Sind wir gelabert? Oh, ja, stimmt, du hast recht. Ich hab jetzt. Also bin ich doch, glaube ich, für A. Nee, A geht nicht. Oh, jetzt geht das! Ich hatte schon mal letzte Mal. Ach, stimmt. Stimmt, ich hab mich halt jetzt. Ich hab jetzt das andere von andersrum aufgezäumt. Stimmt. Ja. Jetzt immer, am Anfang wird jetzt. Elton, mach schnell. Ja, jetzt komm. Wollen wir fragen? Wir müssen fragen, ob jemand da ist, der bereit ist, das zu beantworten. Nein. Also vielleicht kann Partnervermittlung doch eher jederzeit gekündigt werden. Wenn es nicht, ist es nicht vermittelbar. Ach so, im Gegensatz zu... Ja, du hast recht, A. Im Gegensatz zu Singlebörsen. Ich guck mir das an, Elton. Genau, weil und da sind Verträge, da sind keine Verträge, hast du recht. A, völlig klar. Ganz zum Schluss. Zur Not sage ich immer C. Also, aber jetzt ist es mal A. Elton, sag's. So, wir können ja auch... Entscheidung. Ich gebe auf, wir nehmen A. Ich gebe auf. Oh Gott. Seid lieb zueinander. Die Partnervermittlung macht ihren Kunden konkrete Vermittlungsvorschläge, die sie anhand von Übereinstimmungen ermittelt. Mehrere Gerichte beurteilten das als Verträge mit Diensten höherer Art, die ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragspartnern voraussetzen. Diese Verträge sind laut BGB § 627 jederzeit kündbar. Eine Singlebörse bietet nur die Plattform an, auf der die Kunden eigenständig nach Partnern suchen können. In diesem Fall muss die vereinbarte Laufzeit sowie eine entsprechende Kündigungsfrist eingehalten werden. Weiß nicht, was du immer so lange brauchst, hat der Bernhard doch gleich gesagt, das A. So, auch die ersten 500 Euro für euch. Nächste Kategorie. Wir nehmen Clever. Clever. Um festsitzende Schrauben einfacher zu lösen, haben viele Schraubendreher A. an der Griffspitze einen Schlitz für einen zweiten Schraubendreher, B. ein umklappbares Noppenband am Griffkopf oder C. am Griffkopf einen speziellen Ansatzpunkt für Maulschlüssel. Ach, das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Der Frank ist ja gelernter Mechaniker. Ja, das stimmt. Ach,
Entschuldige, ja. Nee, du musst dich nicht entschuldigen, du musst es nur richtig beantworten. Du solltest dich also mit Werkzeug einigermaßen auskennen. Würde ich jetzt von dem? Bohren, Fräsen, Sägen haben wir damals gemacht, alles Mögliche, aber das an der Griffspitze einen Schlitz für den zweiten Schraubenzieher. An der Griffspitze einen Schlitz, das heißt, Schraubenzieher drauf, zweiter Schraubenzieher drauf drehen, ändert sich ja gar nichts. Sinnlos. Also A schließen wir aus. Schließen wir aus. B. Ein umklappbares Noppenband am Griffkopf. Ein umklappbares Ist das Noppenband. Irgendwie, dass man das, also ein Gummiband oder irgendwas, was ist denn ein Noppenband? Also so ein Gummiding, was ich man... Ich wusste es mal, aber ich hab's vergessen. Am Griffkopf einen speziellen Ansatzpunkt ich für Gefühl bin ich eher bei C. Ja? Das kann der unterste Bereich sein, also da, wo der Griffkopf beginnt. Ja. Dann kannst du nämlich drücken und gleichzeitig, also du kannst mit der einen Hand gegendrücken ja. und mit der anderen kannst du mit Ach dem so, Maulschlüssel... Das würde, ja, da hast du recht. Na gut. Du bist auch eher C. Ja, ja. Wir haben keine Ahnung, aber wir ja. vermuten C. Damit lagen wir eben ja auch schon richtig falsch. Ja. Ist eine spannende Frage aus der Kategorie Clever. Ganz schlecht. Um festsitzende Schrauben einfacher zu lösen, haben viele Schraubendreher unterhalb des Griffs einen sechskantigen Ansatzpunkt. Dieser ist für einen Maulschlüssel gedacht, der zur Unterstützung angesetzt werden kann. Durch die zusätzliche Hebelwirkung löst sich die Schraube im Nu und kann danach entspannt rausgeschraubt werden. Viel besseren Hebel. Sehr gut, ihr steht bei 1000 Euro. So, was wollen wir denn? Was ist Geschichte? Ja. Bist du Geschichte? Ach, Musik ist natürlich immer ein Risiko jetzt, ne? Ja, ja, aber klar. Können wir. Ja, du kennst dich ja auch nicht so schlecht bei Musik aushalten. Eben. Wollen wir riskieren? Ja, aber da kann man nur verlieren halt, ne? Ja, das stimmt. Aber komm, wir gehen trotzdem. Musik, komm. Musik. Gut. Die US-amerikanische Boyband NSYNC schrieb sich mit einem Stern, weil sie in Musikläden immer ganz weit vorne einsortiert werden wollte. B. Die Mitglieder zufällig alle ein Stern-Tattoo auf dem Arm trugen. Oder C. Uri Geller ihnen so eine glorreiche Karriere prophezeit hatte. Ja, also C ist so bescheuert, dass man es eigentlich für richtig halten könnte. Das Sternchen da oben. Ganz weit vorne durch den Stern. Warum sollte jemand das einsortieren, weil ein Stern vorne dran ist und sagt, das muss da vorne? Ja, wieso nicht? Das ist wie eine Zahl. Aber vor der Zahl kommen halt noch... Wer weiß, dass die Musikladen, dass sie gesagt haben, der Stern ja. vorne also. Ist das eine Regel sozusagen? Müsste dann bekannt sein für die, die das einsortieren und so weiter. Ja. Zufällig haben die bestimmt kein Stern-Tattoo alle auf dem Arm. Nee, glaube ich nicht. Uri Geller. Du bist bei Uri Geller? Weil das ist so bekloppt, dass ich fast glauben könnte, die kennen sich. Und Justin, du, ich hab hier was, sieht aus wie ein Timberlake und dann macht die eine riesige Karriere damit. Also, Uri Geller, erzählt. Was redest du eigentlich? Ich hab nur noch Matsch in der Birne gerade. Wir kriegen ja nicht raus, jetzt, ob Uri Geller die kennt. Es ist ja so weit hergeholt. Für Uri Geller könnte ja auch stehen. Wir nehmen A, komm. Nee, ich glaube an C, komischerweise. Nee, A, komm. Also Bernhard glaubt an C, aber Elton entscheidet sich für A. Okay, eindeutig. Und der Stern im Bandnamen von NSYNC, der war so berühmt, dass DJ Ötzi sogar später ein Lied darüber gemacht hat. Was? NSYNC eroberten Ende der 1990er die Herzen unzähliger Teenies und die Spitzen der Charts. Der Bandname setzte sich aus den Vor- bzw. Spitznamen der fünf Jungs zusammen: Justin, Chris, Joey, Lanston und JC. Davor zierte ein Stern ihr Logo. Für dieses war, laut Aussage der Band, niemand geringerer als Mentalist Uri Geller verantwortlich. Er soll der noch unbekannten Band bei einem Treffen eine steile Karriere versprochen haben, wenn sie den Stern in ihren Bandnamen nehmen. Tja. Hast du recht gehabt? Du musst aber auch mal mehr auf den Bernhard hören, ja. Elton. Ne? Mann, 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 du. Es bleibt bei 500 Euro. So, nächste okay. Kategorie für euch. Deutsche Sprache. Schwere Sprache. Wo liegt der Ursprung des Wortes Orientierung? A. In der Antike war das Sternbild Orion maßgebend für die Seefahrt. B. Im europäischen Mittelalter war Osten auf den Weltkarten oben. Oder C. Marco Polo passte seinen Weg der aufgehenden Sonne an.
Also ich war sofort beim Orient. Also in der Antike war das Sternbild Orion maßgebend für die Seefahrt, das glaube ich nicht. Orion, nein, nein. Marco Polo passte seinen Weg der aufgehenden Sonne an. Nee. Orient, ich glaube, es ist der Osten. Ja. Orient steht für Osten. Ja? Ja. Okay. Ja, wir nehmen B. B. Na denn, schauen wir mal hier. Ja. Jerusalem war im Mittelalter von so herausragender Bedeutung, dass es auf vielen europäischen Weltkarten als Nabel der Welt galt. Die heilige Stadt war umgeben vom Orient. Und da die Europäer das Paradies im Osten sahen, wurden die Mappae Mundi geostet. Also so ausgerichtet, dass der Orient oben war. Hiervon leitet sich das Wort Orientierung ab. Doch die nach Norden zeigende Kompassnadel wurde für die Seefahrer das neue Maß aller Dinge, sodass sich im 19. Jahrhundert die Nordung der Weltkarten durchsetzte. Richtige Antwort. 1500 Euro. Ja, machen wir auch. Ja, Schlagzeilen. Warum wurde 2018 ein bayerischer Tourist in Italien zu einer Strafe von über 1500 Euro verdonnert? A. Er hatte Meerwasser gestohlen. B. Er war auf einer Pizza rumgesprungen. Oder C. Er hatte einen Polizisten mit Servus Giorgio begrüßt. Ja, so rede du mal. Nein, das meine ich jetzt nicht negativ. Also, ein bayerischer Tourist in Italien. Er hatte Meerwasser gestohlen. Man weiß ja gar nicht, ob er am Meer war irgendwo. Er war von der Pizza rumgesprungen. Die Bayern, wenn die gut Bier drin haben, geht das freilich. Sagt der Ohrsoft-Dies und dann springt auf der Pizza rum. So kennt man die Bayern, ja? Er hatte einen Polizisten mit Servus Giorgio. Das ist halt eine Beleidigung, wenn man Servus Giorgio sagt. Was? Oh. Red du weiter? Alles gut, ja. Das ist immer schön. Wir hören dir zu und gucken uns den Elten dabei an. Ja. Also, ein Delikt ist ein Diebstahl. Er hatte Meerwasser gestohlen. Also für eine Strafe von über 1500 Euro, da muss er schon Meerwasser geklaut haben, eigentlich. Das heißt? Meer in Italien, Mittelmeer. Was heißt gestohlen? Also ein Glas rausgenommen und weg. Ja. Und mit weg. Ein Tester vielleicht, ja, das wäre Blödsinn, man kann das ja nicht stehlen. Man kann's dann hast du ja auch Wasser in den Haaren und sagst, da haben sie auch geklaut, weil du Haare gesandt hast. Das ist ja auch Blödsinn. Ja. Also A ist weg. Frag doch mal den Elten, wofür er ist. Ja. Ja, wofür bist du denn? Ich bin für B. Für B. Meine C ist jetzt auch sehr bekloppt, ne? Servus Giorgio. Ist, ja, ich weiß nicht, ob Giorgio, aber warum sollte das, ist das eine Beleidigung oder einfach eine Allgemeinung, Servus Giorgio, warum soll, also Pizza ist Weltkulturerbe. Ja, das könnt ihr mir vorstellen, aber 1500 Euro für eine Pizza? Vielleicht hatte einer gesagt, pass auf, du springst hier auf unserer Pizza rum, auf dem Weltkulturerbe, da verdonnern wir dich jetzt. Da stand extra ein Schild, Pizza springen verboten und da ist er rumgesprungen. B. Ich würd, B. Ich schließ mich an. Wir schalten nach Italien. Oh Gott. Herbst 2018 im italienischen Triest. Ein Spaziergänger beobachtet einen Mann, der mit einem Tanklaster eifrig Meerwasser abpumpt. Die alarmierte Polizei stellt den Herrn aus Bayern zur Rede. Dieser erwidert, er sei aus seiner Heimat bis in die Hafenstadt gefahren, um Wasser abzupumpen, und zwar für seine Aquarien. Der Plan war groß. Sein Laster hatte ein Fassungsvermögen von 24.000 Liter. Das Entwenden von Sand, Algen oder Meerwasser wird in Italien allerdings streng geahndet. Der Bayer erhielt eine Strafe von 1.549 Euro. Mit dem Lastwagen kommt er da an. Mit dem Lastwagen kommt er da an. Erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Es bleibt bei 500 Euro. Fragezeichen, oder? Fragezeichen. Ist okay? Ja, ja, ist völlig in Ordnung. Fragezeichen. Nach der Faustregel 24 Stunden pro Jahrzehnt. A. Erhöht sich die durchschnittliche Nutzung von Medien pro Woche. B. Verbessert sich die Genauigkeit von Wettervorhersagen? Oder C. Steigen die jährlichen Fehlzeiten von Arbeitnehmern?
erhöht sich die durchschnittliche Nutzung von Medien pro Woche. Alle 10 Jahre schaut man 24 Stunden mehr Medien pro Woche. Das heißt 24 Stunden geteilt, den Sonntag nehmen wir mal raus. Ja. Weil 24 lässt sich leichter durch 6 teilen. Sind nämlich 4. 4. 6, 12, 18, 24. Ja. 4. Das heißt, alle 10 Jahre schauen wir 4 Stunden mehr Medien. Das heißt, nach 4 Jahren schauen wir 4 mal 4, 16 Stunden mehr. Nach 50 Jahren schauen wir, nein, würde ich ausschließen. Ich konnte dir jetzt nicht mehr folgen, aber schließ es einfach aus. Wir schließen es einfach aus. Okay. Verbessert sich die Genauigkeit von Wettervorhersagen? Das hieß, 24 Stunden pro Jahrzehnt. 24 Stunden ist genau ein Tag. Das heißt, alle 10 Jahre wird man einen Tag besser. Das hieße, wenn wir jetzt 6 Tage voraussehen können, ja, konnte man 2009 3 Tage voraussehen. Also mit einer bestimmten Genauigkeit. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das wäre jetzt im Moment mein Favorit. Steigen die jährlichen Fehlzeiten von Arbeitnehmern? Die jährlichen? Alle 10 Jahre? Nee, es ist, glaube ich, nicht. C würde ich einfach vom Gefühl, ich bin voll bei B. Okay. Und da wir keinen Joker mehr haben und das selber machen müssen, sag du's. Er sagt B. Okay. Setz auf. Das klang doch alles ganz gut. Die Datenübertragung durch Satelliten, leistungsfähige und schnelle Computer sowie angepasste Berechnungsmodelle verbessern laut Experten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage in Reading die Genauigkeit der Wettervorhersagen, und zwar um 24 Stunden pro Jahrzehnt. Die heutige 5-Tage-Prognose ist demnach so präzise wie der Wetterbericht für den nächsten Tag von 1980. Und eine verlässliche Vorhersage ist mittlerweile für bis zu 10 Tage möglich. Ich wollte Meteorologe werden, wirklich. Ja, das ist doch ein spannendes Feld. 2000 Euro. So, Elton, lange genug erholt, ihr seid wieder dran. Er hat mich schon gebeten, jetzt zu sagen, was wir uns wünschen damals. Gott. Wir sitzen auf die Vergangenheit. Weil der 24 Jahre alte Amerikaner Harry T. Byrne 1920 einen Brief von seiner Mutter bekam: A. erfand er den ersten elektrischen Herd, B. wurden Pläne gestoppt, Florida an Mexiko zu verkaufen, oder C. wurden Frauen in den Vereinigten Staaten das Wahlrecht zuerkannt? Ja, komm, rede mal erstmal. Wo gehst du hin? Jetzt ist die Frage, mein lieber Elton. Aber was ist, wer verbirgt sich hinter Harry T. Byrne? Mann. Weil der, ja, eindeutig. Ein Amerikaner, lass mich raten, 24 Jahre alt. Der bekam 1920 einen Brief von seiner Mutter. Aber Elton, das ist nicht zielführend, weil du hast es ja selber in der Hand. Er fand den ersten elektrischen Herd. Du kannst es ans Publikum geben. Ja, Pläne, du kannst direkt Florida was einloggen. Zu verkaufen. Warum sollte er die Macht haben, das zu verhindern durch einen Brief von seiner Mutter? Der redet immer weiter. Ist Florida in Mexiko zu verkaufen, das heißt, er müsste ja ein Präsident sein oder sonst was. Ist das okay oder was? Ja, ist alles gut. Ja. Und C wurden Frauen... Ja, einer muss ja was sagen, weil sonst... Ich hör dir zu. Ja. Also Harry T. Byrne muss bei B und C etwas sehr Wichtiges zu sagen gehabt haben, wenn er es vermochte, von dem Brief von seiner Mutter Kenntnis zu nehmen und dadurch zu stoppen, dass Florida an Mexiko verkauft wird. Oder dass Frauen in den Vereinigten Staaten das Wahlrecht zuerkannt wird. Also ein hohes Tier müsste er gewesen sein. Mit 24 Jahren, also kann er eigentlich nur den elektrischen Herd erfunden haben. Ah, was meinst du? Wurden Pläne gestoppt, weil die Mutter einen Brief schreibt? Sag doch einfach, was du machen willst. Ja. Ja, du lässt mich hier reden und mich hängen, doch. Sag nix und ich bin nicht Idiot zum Schluss. Also, wollen wir fragen drüben?
bevor wir einen Joker verschenken, nehmen wir es doch. Vielleicht hat das tatsächlich einer geschichtlich gehört. Ich bin ein bisschen für B, aber B? Ich weiß es nicht. Wir fragen das Publikum. Okay. Ich frage das Publikum. Ja. Jetzt dürfen wir es umdrehen, ne? Jetzt dürfen wir es umdrehen, ja. Schönes Publikum, sehr schön. Sehr schön, wunderbar. Ja, Harry T. Byrne. Er steht also nicht vor dir. Ja. Ah. Ja. Das muss, das muss. Grüß dich. Hallo. Hallo. Peter. Hallo Peter, grüß dich. Woher kommst du? Aus Köln. Mhm. Warst du schon mal in den USA? Ich war schon mal in den USA. Okay. So ein bisschen mit amerikanischer Geschichte auch bewandert? Nicht so sehr, aber ich bin bei B. Du bist bei B? Ja? Ich bin bei B. Okay. Vielleicht war der Harry T. Byrne ja irgendein ganz junger Politiker. Der Kongressabgeordnete Harry T. Byrne erhielt 1920 einen Brief seiner Mutter, in dem sie ihn aufforderte, doch ein guter Junge zu sein und für die Ratifizierung des 19. Amendments der amerikanischen Verfassung zu stimmen, was er ursprünglich nicht beabsichtigte. Mit seiner Stimme kippte die Abstimmung zugunsten der Verfassungsänderung. Mit dieser Entscheidung hielt das Frauenwahlrecht Einzug in die amerikanische Verfassung. Das ist dann immer, wenn man es dann sieht, ist es so logisch. Ne? 1919. Ah, trotzdem, danke. Ne? So, es bleibt bei 500 Euro. Eine Frage habt ihr gleich noch. Tierisch. Hm? Wölfe A fordern mit Augenzwinkern den Leitwolf eines Rudels heraus. B heulen in der Nacht nicht den Mond, sondern den Polarstern an. Oder C, treten beim Wandern mit den Hinterpfoten in die Spur der Vorderen. Bei mir darf der Gast reden, das stört mich überhaupt nicht. Ich bleib auch bei dir. Ja. Also, es gibt ja wieder immer mehr Wölfe in Deutschland, ne? Ja. Fordern mit Augenzwinkern den Leitwolf eines Rudels heraus. Hey. Nein. Voll hey, würde ich nicht sagen. Also die haben dann eine ausgeprägte Körpersprache, aber glaube ich nicht. Heulen ja. In der Nacht den Mond, nicht den Mond, sondern den Polarstern. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt den Mond anheulen. Hat man so gesagt. Man sagt das doch, aber ich glaube, die heulen einfach nur nachts. Die heulen einfach. Ich kann mir vorstellen, dass die beim Laufen in die Hinterpfoten in die Spur der Vorderen treten. Genau. Weil das Energie spart. Ich bin bei dir. Ja, dann sag es. Sag es wieder. Mhm. Ich sage C. Er sagt C wieder. C. C. Ja. Wäre eine ganz spannende Technik. Wölfe haben verschiedene Gangarten. Wenn sie über lange Distanzen und mit gleicher Geschwindigkeit laufen müssen, wie etwa bei Wanderungen, tun sie das meist im sogenannten geschnürten Trab. Diese Gangart ist sehr energiesparend und verläuft geradlinig. Die Schrittlänge ist immer gleich. Dabei laufen sie so, dass die Hinterpfoten genau in die Abdrücke der Vorderpfoten gesetzt werden. €2.500. Eine Frage haben wir noch für Bernhard Brink und Elton aus der Kategorie Frankreich. Nee? Können wir gleich B einlocken? Stell mal die Frage, komm her. Der französische Begriff für eine besondere Art Kippfenster stammt von deutschen Besuchern. Ah, die sich beschwerten, sehr kalt hier. Die sich freuten, schön hell. Oder die sich fragten, was ist das? Sehr kalt hier. Ja, ja. Bernhard, was ist los? Du bist so ruhig. Ja, ich habe Sprechverbot, glaube ich, inzwischen. Nein, das habe ich überhaupt nicht. Also, sehr kalt hier ist mehr türkisch, oder? Die deutschen reden, das ist ja in Frankreich. Frankreich. Genell, was ist das? Ja, ich weiß, was du willst. Ich werde sehen, mal gucken, ob es Fenster gibt und gibt in die Fresse und dann. Oh, nicht schön hell hier. Ja, also es ist sehr kalt hier, weil Kippfenster ist ja offen. Steht offen, ist kalt. Ja. Schön hell ist ja nicht durch Kippfenster. Es wäre auch hell, wenn es Kippfenster zu wäre. Aber Fenster hell, ne? Also B ist. Und die Deutschen sind so doof, dass sie wissen, was ein Kippfenster ist. Was ist das? Das kennen die auch in Deutschland auch. Also ganz klar A. Oder C, meinst du? Oder was? Ich wäre für C. Dann mach's doch kurz. Ach komm, jetzt. C. Ich befürchte es B. Pass mal auf.
Bei sogenannten Kämpferfenstern handelt es sich um spezielle, meist kippbare Fenster, die sich häufig über einer Haustür befinden. Das französische Wort leitet sich von deutschen Besuchern ab, die diese Fensterart Ende des 18. Jahrhunderts offenbar nicht kannten. Also fragten sie die Hausherren: Was ist das? 1798 erschien die französische Abwandlung Was ist das? Das erste Mal in einem französischen Wörterbuch. Damit sind alle Fragen gespielt und wir haben folgenden Zwischenstand. Frank Schöbel und Bernhard Hoeker haben 2500 Euro auf dem Konto. Bernhard Brink und Elton haben 1000 Euro auf dem Konto. Und hier ist unser Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Biologie. Haut rein. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Das Gute ist, du nicht reden jetzt. Nein, ich sag gar nichts. Welche Frucht wächst am Boden? A. Kiwi, B. Maracuja oder C. Ananas? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, wir haben eine Entscheidung. Die müssen wir Ihnen nur noch verkünden. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich zurück. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Am Samstag können Sie sich auf das nächste, wer weiß denn sowas, XXL freuen. Da sind dann Ina Müller, Joko Winterscheid, Cordula Stratmann, ja. Thorsten Sträter, Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär zu Gast. Da wird es also in drei Runden auch wieder spannende Fragen, spektakuläre Experimente. Ja, und auch vielleicht läuft es da ja besser für mich. Ja, ganz sicher. Wir werden sehen. Wir haben ja noch einige Sendungen diese Woche. Ne? Also da wird es tolle Experimente geben. Und auch das ein oder andere Tier wird uns wieder besuchen. Das können Sie sich schon mal aufschreiben. Heute hier in dieser Sendung war es auch tierisch lustig. Frank Schöbel mit Bernhard Hoeker im Team. 2500 Euro auf dem Konto. Bernhard Brink mit Elton. Die beiden haben 1000 Euro erkämpft. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche Frucht wächst am Boden? A. Kiwi, B. Maracuja oder C. Ananas? Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard und Frank haben gesetzt 499. Oh, waren so feige, wie du gesagt hast. Elton und Bernhard Brink haben gesetzt alles. Für welche Antworten habt ihr euch entschieden? Bernhard und Frank haben getippt auf Antwort C. Elton und Bernhard haben getippt auf Antwort C. Okay. Ungünstig für uns. Die Kiwis sind die Früchte eines Kletterstrauchs. Ja. Die Maracuja ist die Frucht der Passionsblume. Eine Kletterpflanze und die Ananas wächst terrestrisch, also am Boden, das ist richtig. Und damit gewinnt ihr 2.999 Euro. Glückwunsch. Danke. Ja, Glückwunsch. Vielen Dank. Glückwunsch auch an euch, 2.999 Euro. Das sind für jeden von euch 40,53 Euro.
vielen Dank. Elton, vielen Dank. Euch auch vielen Dank. 40,53 Euro. Auch für unsere drei Gewinner, die in der App mitgespielt haben. Auch euch. Alles Gute mit dem Geld und danke fürs Zuschauen. Morgen Abend sehen wir uns wieder und Samstag dann die XXL-Ausgabe. Also, tschüss, machen Sie es gut.